Jetzt kommen wir zu einem anderen. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Ich glaube, Sie wissen, um wen es geht. So hat auch Falco sein großes Musikidol besungen. Es geht um Mozart, einen absoluten Superstar der klassischen Musik. Also, was Taylor Swift heute bei ihren Fans auslöst, das hat er vor über 200 Jahren schon geschafft. Aber wie das halt so ist bei den Stars, bleibt uns ein Blick hinter die Kulissen oft verschlossen. Und so fragen wir uns, wer war eigentlich der Mensch hinter dem Musikgenie? Damit hat sich Matthias Olerolle in seinem Debütroman beschäftigt. Mozart, die Liebe ist's allein. Schönen guten Morgen. Danke. Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich kenne dich ja schon auch noch vom Radio und deswegen Musik ja, aber Mozart, der lief, glaube ich, auch bei euch nicht so oft und ist doch schon über 200 Jahre her. Was verbindet dich mit Mozart? Warum ausgerechnet er? Naja, er lief eigentlich bei mir zu Hause schon sehr oft, weil meine Mutter immer klassische Musik gespielt hat. Aber eigentlich geht es gar nicht in diesem Buch so sehr um klassische Musik, sondern was mich interessiert hat, war genau der Mensch hinter diesen vielen, vielen Noten. Und du hast es gerade perfekt anmoderiert mit dem Song Rock Me Amadeus, den wir alle kennen. In Wirklichkeit ist dieses Buch die ganze Geschichte zu dem Song. Okay, nice. Also genau darum geht es. Es geht um den Rockstar, den Revoluzer, den absoluten Rebellen, der Mozart war. Und da war einer der ersten der ganzen Welt. Es gibt von Mozart, das Leben von Mozart ist schon ein bisschen gut dokumentiert, kann man sagen. Es gibt viele Briefe, du hast lange recherchiert. Was ist da echt, was ist Fiktion? Es spielt in Wien, die letzten 10 Jahre sozusagen seines Schaffens. Genau. Erzähl mal. Naja, ich habe viel recherchiert. Ich habe ganz, ganz viele Briefe gelesen, die zum Teil wirklich köstlich sind, andererseits auch wirklich schwer zu lesen, weil es eine ganz eigene Sprache ist. Er hatte einen unglaublichen Fäkalhumor. Also der war schon richtig ordinär. Okay. Ja, der hat genau gewusst, wie er sein Inneres nach außen stülpt durch seine Worte. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe all diese Dinge gesammelt. Ich habe recherchiert und mir diese vielen Punkte, die vielen Briefe, die es gab, die ganzen Dokumentationen, die vielen Bücher, die vielen Filme, ich habe mir all das angesehen und habe aus dem eigentlich eine neue Geschichte gebaut rund um den Menschen. Also um auf die Frage zurückzukommen, wie viel ist echt, wie viel ist Fiktion? Es ist das meiste echt. Es sind ein paar Dialoge rundherum erfunden, die hätten aber auch so stattfinden können. Man weiß es halt vielleicht nicht. Vielleicht haben sie genauso stattgefunden. Genau. Was muss man denn als junger Mensch im Jahr 2024 über Mozart wissen? Man muss wissen, dass der allererste war, der eigentlich auf die ganzen Konventionen, die ganzen Regeln, die ganzen Vorschriften gepfiffen hat und nur genau deshalb so riesengroß geworden ist, weil er seinen eigenen Weg gegangen ist. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft an junge Leute. Wer genial ist, Genialität entsteht nicht in Schubladen. Wer genial sein möchte und etwas Besonderes auf dieser Welt erreichen möchte, der muss ein bisschen out of the box denken. Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Glaubst du, wäre Mozart heute auch noch da, wo er damals gelandet ist? Oder wäre er heute auch noch dort gelandet? Heute? Ich meine, er wäre heute wahrscheinlich in allen Medien permanent rauf und runter. Er wäre Dauergast bei euch hier, weil er Skandale geliefert hat, weil er einfach Dinge gemacht hat, die niemand anderer gemacht hat. Und dabei aber Unglaubliches geleistet hat und letztlich die Musik total verändert hat, weil es gab eine Epoche, und das hört man auch, so eine Epoche, eine Vor-Mozart- und eine Nach-Mozart-Epoche. Der ist einfach komplett neue Wege gegangen. Und deswegen war er so genial. Mega spannend, unbedingt reinlesen. Wir freuen uns definitiv auf mehr. Eine Frage habe ich aber noch zum Abschluss, weil du bist ja wirklich ein Tausendsasser. Nicht nur vom Radio, man kennt dich auch eigentlich als Pressesprecher irgendwo Feinmann bei der SPÖ. Deswegen muss ich dich das jetzt auch fragen aktuell. Rudi Fussi, hast du sicher mitbekommen, die Ansage an Andreas Babler. Deine Meinung, hätte er Potenzial, da die SPÖ wieder in ihren Grundfesten zu erschüttern? Oder willst du da keine Meinung abgeben? Sag ehrlicherweise braucht es zurzeit nicht sehr viel, um die SPÖ in ihren Grundfesten zu erschüttern. Das war ein gutes abschließendes Wort. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio und beim nächsten Buch gerne wieder. Danke vielmals für die Einladung. Danke auch.